Noch vor wenigen Tagen hat Mehdi Lune die Eintracht zum 2:0-Erfolg gegen Olympique Marseille geschossen. Jetzt steht nach der Kür in der UEFA Youth League wieder der Alltag in der Hessenliga vor der Tür. Gegen den Tabellenletzten SV Neuhof ist die Eintracht natürlich klarer Favorit. 4-Zähler-Rückstand sind es zurzeit auf Tabellenführer Gießen. Die Gäste haben die letzten 6 Ligaspiele allesamt verloren. Für Neuhof wird der Klassenerhalt die, wie zu erwarten, sehr schwere Aufgabe. Damit rein in diese Begegnung die stärkste Offensive der Liga, und die hat die Eintracht mit 48 Toren legt gleich selbstbewusst los. Ballgewinn von Marcel Wenig, und der sieht auf der rechten Seite Gianluca Schäfer. Erste gute Möglichkeit für Frankfurt. Vladan Gropovic ist gleich hellwach. Die SGE dominiert dieses Spiel von der ersten Minute an. Immer wieder geht es schnell über die Außenbahnen. In der Mitte wartet Ignacio Ferri-Julia, Abstauber Gotra. Die frühe Führung für die Eintracht. Habrit Gotra steht genau da, wo du in so einer Situation als Stürmer stehen musst. Von Neuhof kommt bis dahin offensiv noch gar nichts. Jetzt mal Akif Kovac mit dem Versuch. Sehr schön übergegriffen von Eintracht-Keeper Yannick Horz. Danach aber wieder die Frankfurter über Ferri-Julia. Der Abschluss eigentlich zu zentral. Kleine Unsicherheit bei Gropovic. Am Ende aber ungefährlich. Daniel Dejanovic, der Kapitän. Otto mit der Flanke, und die landet bei Gianluca Schäfer. Das Einzige, was sich die Eintracht bislang vorwerfen lassen muss, ist, dass es nur 1:0 steht. Wieder Gianluca Schäfer, aber wieder geht der Ball nicht aufs Tor. Marcel Wenig im Doppelpass mit Dejanovic, und an dem Versuch aus der Distanz. Vladan Gropovic geht auf Nummer sicher. Die darauffolgende Ecke in der Mitte, Benluca Fischer. Es ist mittlerweile eher ein Duell zwischen der Eintracht und Neuhof-Schlussmann Gropovic. Dann ist Pause, 1:0. Frankfurt etwas fahrlässig mit der Chancenverwertung. Das dürfte auch Alex Meyer nicht gefallen. Wenn ihr mehr Highlights aus der Hessenliga sehen wollt, schenkt uns doch gerne ein Abo und lasst einen Daumen nach oben da. Nach dem Seitenwechsel das unveränderte Bild. Frankfurt greift an und scheitert an Vladan Gropovic. Doch auch die Gäste suchen mal wieder ihr Glück in der Offensive. Der Eckball eigentlich schon geklärt, doch dann ein Aufschrei. Younes Djebari will hier einen Elfmeter, bekommt ihn aber nicht. Ganz schwierige Situation. Djebari wird wohl unten leicht getroffen, macht dann aber auch sehr viel daraus. Mitten in einer Phase, in der Neuhof mal etwas aufrückt, kommt die Eintracht in diese Umschaltmöglichkeit. Lune mit dem Steckpass für Amiri, und der sucht am zweiten Pfosten Schäfer. 2:0. Nach einer Stunde belohnt sich die SGE für ihr enormes Offensivpensum, und Schäfer nutzt seine dritte gute Möglichkeit. Beim Tabellenletzten gehen die Köpfe nach diesem Gegentreffer natürlich etwas nach unten. Frankfurt kommt jetzt deutlich einfacher durch die Abwehrreihen. Brauburger tankt sich da stark durch, und dann der Nachschuss von Bobson. Zuvor allerdings abgepfiffen wegen Stürmerfouls. So läuft das Spiel dann dem Ende zu. Wir sind bereits in der 89. Minute. Neuhof nochmal mit einem Flankenversuch. Horz verschätzt sich, und plötzlich der Anschlusstreffer. Farudin Kovac mit dem 2:1. Und der Frage, geht hier doch noch was für den Tabellenletzten?
Wir gehen rein in die Nachspielzeit und sehen wahrscheinlich eine der verrücktesten Szenen dieser Saison. Die Eintracht in Ballbesitz. Kasaniti will die Uhr hinunterlaufen lassen. Neuhof geht ins Pressing, immer noch Kasaniti. Und was ist das für ein Blackout? David Sabate gegen Horz. Doch der Keeper ist dazwischen. Horz zum zweiten, aber der Ball immer noch nicht geklärt. Rechts wartet Mirza Kovac, der schließt einfach mal ab. Und auf einmal ist der Ball drin. Was für ein verrücktes Finish. Erst rettet Yannick Horz zweimal richtig stark. Und dann sieht er gegen Kovac ganz schlecht aus. So verspielt die Eintracht drei sicher geglaubte Punkte, während Neuhof eine tolle Moral beweist und als Belohnung die rote Laterne abgibt. 2:0 am 60. Da sah es gut aus.